Profis. Jetzt heißt es Gartenarbeit. Genauer gesagt, es ist Obstgartenarbeit angesagt. Was ihr da machen müsst, das verrät euch jetzt die Jury. Jedes Team soll einen Obstbaum als Schokoladenschaustück herstellen. Dieses sollte möglichst realistisch sein. Das gilt auch für die Tortenlandschaft, in der der Obstbaum steht. Diese Torte muss mindestens 2 Böden und 2 Füllungen beinhalten und der Durchmesser sollte mindestens 50 cm vorweisen. Des Weiteren wünschen wir zum jeweiligen Baum 20 realistisch ausgearbeitete Fruchttörtchen. 15 davon werden als Fallobst in die Tortenlandschaft integriert, 5 auf den Baum platziert. Geschmacklich sollte die Torte und eure Obsttörtchen natürlich nicht weit vom Stamm fallen. Es sollte die Obstsorte, die ihr verarbeitet, ganz klar für uns herauszuschmecken sein. Geniale Kreuzungen oder Veredelungen sind nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Für eure Obstgartenarbeit habt ihr 9 Stunden Zeit. Und ich gebe euch den kleinen Hinweis, ihr wisst es wahrscheinlich selbst, mit dieser Aufgabe könnt ihr euch ins Finale katapultieren. Ich hoffe, ihr seid bereit. Dann läuft eure Zeit ab jetzt. Die Teams wussten, was auf sie zukommt und konnten sich auf die Aufgabe inhaltlich vorbereiten. In 9 Stunden möglichst realistische Schoko-Obstbäume, Tortenlandschaften und Fruchttörtchen aufzutischen, wird dennoch kein Selbstläufer. Wir sind im Halbfinale, das heißt eine Stufe vor dem Finale. Wir freuen uns tierisch, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, dass wir wirklich den Baum jetzt machen können. Diese Aufgabe gefällt uns hervorragend. Das verspricht einen spannenden Wettkampf. Jetzt gibt's ja, nur alles eins. Alles oder nichts. Ja, alles oder nichts. Jetzt müssen wir abliefern. Jetzt müssen wir noch mal Gas geben. Hier ist alles möglich. Das wird geil. Ich glaube, das wird richtig, richtig das cool. Wird richtig ich habe richtig Lust drauf. Es ist wirklich eine Herausforderung in allem, was man kann. Was sagen denn die Jungs vom gelben Team? Wir haben Bock drauf, aber der Schwierigkeitsgrad wird natürlich immer höher. Wir wollen im Finale die Besten sehen und da muss man jetzt mal 9 Stunden auch das Beste geben. Oh ja, wir haben einiges aufzuholen. Aber ich denke, mit dem Obstgarten haben wir auf jeden Fall gute Chancen, wieder ganz vorne mitzumischen. Annika und Max Tobi haben für das Schokoschaustück den Apfelbaum gewählt. Eine Tortenlandschaft mit Bach und Brücke sowie Apfeltörtchen bilden den essbaren Anteil des roten Teams. Das ist einer der Äste, auf denen nachher die Äpfel stehen. Das ist lustig, ist wirklich so ein bisschen Bastelarbeit hier. Wir machen einen Pfirsichbaum, der in einem japanisch angelegten Garten ist. Darf ich? Ja. Stimmt noch nicht ganz. Ein japanisch angelegter englischer Teegarten. Das ist ganz wichtig, dass du das erzählst. Ja, also mit japanischem Touch, aber englischer Teegarten. So ungefähr. Der Pfirsichbaum von Janosch und Richard thront auf einem köstlichen Hügel aus Biskuit, Thymian, Buttercreme und Aprikosenkompott. In ihren Törtchen vereinen sie Tonkabohnen und Pfirsich. Ich habe mir Rohre vorbereitet, die werde ich einfach mit Schokolade ausgießen. Janosch fängt direkt an, die Biskuits anzuschlagen für unsere Torte. Team Schwarz hat sich offenbar den Olivenbaum ausgesucht. Wir machen ja tatsächlich einen Marillenbaum. Aber wir müssen ja 2 verschiedene Böden machen. Ein Boden ist ein Knusperboden und der andere wird tatsächlich ein Olivenboden sein. Unter Marillenbaum wartet ein schmackhaftes Erdreich aus Marillenkörd, Karamellcreme und besagten Böden. Mandelcreme und Marillenmus füllen die Fruchttörtchen von Nathalie und Michael. Zuerst werden die Oliven zur Paste püriert. Ob es ihnen passt oder nicht. Womit ist Stefan hier so schwer beschäftigt? Das wird unsere Brownie-Masse. Das ist jetzt aufgeschlagenes Ei und Zucker und Gewürze sind da drin. Also ein bisschen Chili und Kardamom und eine Prise Salz. Die Schokoholics pflanzen einen Kakaobaum in ihre mit Schokobiskuit, Sesamboden und Maracuja gefüllte Tortenlandschaft. Als Fruchttörtchen reichen sie mit Mousse und Gelee gefüllte Kakaobohnen. An was ist Janosch dran? Jetzt hier beim Vanillebiskuit.
Dann kommt noch unser Schokobiskuit, da kommt Schokolade rein. Gesagt, getan und untergerührt. Rübli-Boden gibt's bei Team Rot. Wir wollten uns dem Boden nahe halten, deswegen haben wir als Boden einen Karottenkuchen. Es ist Olivenöl, grüne Oliven und schwarze Oliven zusammengemixt. Tapanat. Wenn das so. Oh, das wird so spannend und lecker, da freue ich mich drauf. Nicht nur bei Günther löst der Olivenboden Vorfreude aus. Aber der Brownie-Boden des blauen Teams und der Karottenboden von Team Rot besitzen auch Jury-Begeisterungspotenzial. Karottenkuchen zu essen ist ein absolutes Highlight, weil der immer super saftig ist, schön aromatisch. Ich bin gespannt. Die Spannung muss noch eine Weile gehalten werden. Jetzt wandern die Böden aller Teams erstmal in die Öfen. Anschließend können sich die Profis an die Füllungen ihrer Tortenlandschaften und Fruchttörtchen machen. Ich mache jetzt unser Marillenkört, das heißt eine von den zwei Füllungen. Wir haben uns sehr schnell für die Marille tatsächlich entschieden, einfach weil es halt auch so typisch österreichisch ist. Ich hätte auch fragen können, ob ich rühre. Hätte ich schon gemacht. Max Tobi kocht jetzt Johannisbeerkompott. Das Wichtige wird ja sein, dass die rote Johannisbeere tatsächlich rauszuschmecken ist, weil der Karottenkuchen sehr aromatisch ist und es für mich wirklich wichtig ist, dass die Beere herauszuschmecken ist. Jana richtet im Obstgarten des gelben Teams geschmacklich eine Kräuterecke ein. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Das ist jetzt die Vanillecreme für unsere Thymian-Buttercreme. Die habe ich mit Thymian aufgekocht. Jetzt werde ich den Großteil davon raussieben. Er hat Thymian eingearbeitet. Der ist sehr, sehr stark. Der wird mich wahrscheinlich aus den Socken hauen. Hoffentlich im positivsten Sinne. Ich habe jetzt hier einen Schokoladenganache aufgesetzt. Das kommt dann als Schokoladegeschicht in unsere Torte rein. Magst du mal gucken? Eigentlich schon ein bisschen dunkel. Jo, das passt. Die Böden sind fertig und machen nirgendwo Ärger. Also weiter im Füllungsprogramm. Zum Schluss wird es dann unser aufgeschlagenes Butterkaramell. Das ist dann eine der zwei Tortenfüllungen. Jetzt erstmal Zucker und Butter mit Sahne ablöschen und schön weiterrühren. Was steht beim roten Team an? Für unser Frischkäsefrosting, was ich gerade mache. Das neben Johannisbeerkompott die zweite Füllung der Tortenlandschaft ergibt. Im essbaren Obstgarten des gelben Teams soll außer Thymian-Buttercreme auch Aprikosenkompott Geschmacksakzente setzen. Was muss dafür getan werden? Ich habe jetzt den Karamell mit Schnaps abgelöscht. Jetzt kommt hier unser Aprikosenpüree mit den getrockneten Aprikosen drauf. Das koche ich schön durch und dann mache ich noch die frischen Aprikosen dazu. Und dann ist unser Kompott quasi fertig. Wir haben einmal Schaustück, wir haben die Torte und wir haben die Törtchen. Und es reicht nicht, wenn man bei einer Komponente volle Punktzahl holt, sondern man muss zusehen, dass alle drei ausgewogen punkten. Weil ich glaube, hier zählt heute wirklich jeder Punkt. Womit müht sich Michael gerade ab? Ich habe jetzt das Gerüst für die Torte gemacht. Ja, wir stellen das ja auf so ein Podest. Und das soll halt die Erdschichten so ein bisschen widerspiegeln, weil ja der Marillenbaum auch gerne mal auf so Kieselsteine wächst. Ja. In der Profibackstube gießt es jetzt in Strömen Schokolade. Während hier und dort noch Stamm- oder Astformen aufgefüllt werden, stimmt Team Rot die Wuchsrichtung seines Apfelbaums ab. Warte mal. Sieht, also, es ist ein bisschen schief, ja, aber jetzt nicht. Ja, ich laufe einfach mal kurz drumherum. Boah, der ist zu dir gesenkt. Stell dich mal hier hin, dann siehst du ja, das. Ja, Moment. Ja, so ist super, so ist super. Ich finde, so sieht er gerade aus. Wir setzen jetzt gerade die großen Äste praktisch in den Baumstamm. Kannst du ein bisschen. Ich habe halt leider nur zwei Hände. Ach so. Also ich fange jetzt an, den Baum hier aufeinander zu setzen und aufzubauen. Er wird bei uns ungefähr so hoch, ist ja auch nur ein Obstbaum. Also ich weiß nicht, was Team Schwarz da vorhat. Alter, ist das ein Gerät schon. Der Stamm ist schon so hoch. Der Stamm ist höher als unser ganzer Baum wahrscheinlich.
Wir werden es sehen am Ende, aber pff, Junge, 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 ey, pff, Respekt. Ich weiß gar nicht, unter einem Meter geht nichts, ne? Nee, wäre ja langweilig, wer will ein kleineres Schaustück als ein Meter? Ja, das ist schon mal ein Mindestmaß. Alter. Krasses Teil. Nicht kleckern, sondern klotzen, lautet auch die Devise von Team Blau. Dagegen nimmt sich Richards Pfirsichbaum geradezu zierlich aus. Wie geht's für Team Rot weiter? Ich werde mich erstmal um die Böden kümmern, um die Landschaft generell. Und Annika wird sich schwerpunktmäßig erstmal um den Baum kümmern. Und dann, wenn es Richtung Ausdekorieren geht, werden wir wieder zusammen unsere Wege machen. Zwei Böden, zwei Füllungen und 50 cm Durchmesser müssen die Landschaftstorten haben. Problem? Also eigentlich ist es jetzt nicht viel komplizierter, eine große Torte wie eine kleine zu machen, weil das Prinzip bleibt ja gleich. Knusperboden und Olivenbiskuit wären im Kleinformat ein genauso großer Genuss. Crunch hat auch der Tortenmeister des gelben Teams parat. Das ist jetzt unser Knusper für unsere weißen Böden. Den streiche ich jetzt hier dünn auf. Eine Knuspereinlage, die genauso wie die Kakaopflanze aus der neuen Welt stammt, streut Katrin jetzt in ihre Tortenlandschaft. Das ist gepopptes Quinoa. Das ist ein Getreide, eben auch aus Mittel-Südamerika und passt dann geschmacklich wieder wunderbar zu dem Thema. Die meisten wählen tatsächlich den Kuchen unten als Fundament. Die Kombination aus den verschiedenen Cremes in der Kombination zum Beispiel mit den Fruchtkompotts, die müssen rausschmecken, müssen ganz klar zu erkennen sein, die verschiedenen Texturen von den einzelnen Böden. Viele arbeiten mit verschiedenen Knusperschichten mit da drin, sodass auch im Gaumen beim Essen was passiert. Ich habe gerade unser aufgeschlagenes Butterkaramell reingegeben. Die Tortenlandschaften wachsen Schicht um Schicht. Doch bereits in 5,5 Stunden müssen sie realistisch anmutende Obstgärten darstellen. Es liegt also noch ein Berg Arbeit vor den Profis. Wie sieht's bei Nathalie aus? Das ist jetzt unser Zartbitter-Ganache. Der kommt praktisch als letzte Schicht obendrauf. Auch Katrin ist oben angekommen. Aber es ist ein bisschen dünn. Dünn. Sehr, sehr mächtig. Das ja. Weniger mächtig und im Vergleich zur Konkurrenz geradezu schmächtig ist dagegen das Pfirsichgehölz des gelben Teams. Das birgt Risiken. Das ist ein sehr dünner Baum, den wir machen werden. Und das muss schon halten, weil wenn es nicht hält, dann stehst du da mit einem Baum, der nur ein Stamm ist. Aber davor sind auch Marillen-Mammutbäume nicht gefeit. Nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, den können wir ja wieder festkleben. In der blauen Schokoschaustück-Zweigstelle ist nun auch der erste Ast so gut wie angebracht. Filigraneres Geäst soll der Bonsai-Pfirsich des gelben Teams noch erhalten. Wilder wächst der Apfelbaum. Ich klebe das irgendwie zusammen, dass es nachher einfach aussieht wie eine Baumkrone. Technisch ist vieles möglich, physikalisch dagegen nicht. Es ist natürlich immer so eine Frage von der Statik. Hohlgießen, wie filigran ist das nachher? Mache ich es dann vielleicht doch stabil und kann eigentlich drauf Samba tanzen, ohne dass was passiert? Es wird hier auf jeden Fall spannend werden. Jetzt müssen wir hier vorne was dran bauen, sonst bricht es nach hinten weg. Was macht Katrin jetzt? Ich drehe die jetzt um, dass ich von der anderen Seite noch mal Schokolade dagegen spritzen kann, dass sie stabiler sind und einfach auch die runde Optik kriegen. Auch Nathalie rundet Esther ab. Annika baut Gartendeko. Nachher fließt da noch ein Fluss mit Gin Tonic drunter durch. Das Nachher ist gar nicht mehr so weit weg. Eine wichtige Durchsage für alle Teams. Halbzeit. Joa, Halbzeit. 4,5 Stunden Zeit sind jetzt natürlich nicht mehr super viel. Aber noch bin ich super guter Dinge, dass wir fertig werden. Die Profis machen sich jetzt ans Blattwerk ihrer Schoko-Obstbäume. Neben Schaustück und Tortenlandschaft dürfen die ebenfalls geforderten Fruchttörtchen natürlich auch nicht vergessen werden. Die 20 Törtchen, die auf der Torte und in dem Baum sein müssen, sollten vom Geschmack zu dem Baum passen.
Also, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Von daher erwarte ich, dass wir irgendwelche Mousse-Törtchen und sowas kriegen, die dann köstlich gefüllt sind. Welch köstlicher Füllung schenkt Michael jetzt seine Aufmerksamkeit? Ich mache jetzt gerade die Creme für die Marillenkerne. Da ist jetzt praktisch Milch, Marzipan, dann kommt noch Creme Fraiche rein und Amaretto. Ich mache jetzt hier unsere Pfirsichkerne. Da haben wir getrocknete Pfirsich drin, frische Pfirsich haben wir da drin. Jetzt kommt ein bisschen Zucker mit Pektin dazu und dann schmecke ich das noch mit Säure ab. Es wird ordentlich durchgekocht und dann kommt es hier in unsere kleinen Formen rein und nachher mit Kakaobutter überzogen. Die Idee zu unserem Schaustück, die kam uns relativ schnell. Wir haben überlegt, was für eine Frucht wir einfach nehmen. Und da kamen wir beide auf die Idee, Kakaofrucht. Das passt zum Thema Schokolade und es bringt einfach eine Einzigartigkeit rein. Kann noch ein bisschen Alkohol rein. Oder für den Günther. Geschmacklich bin ich davon überzeugt, dass die genau wissen, was sie machen. Kann noch ein bisschen Amaretto? Also nicht für mich. Hä? Nicht für mich. Wirklich? Die Bittermandel ist da, genau wie der Kern sein soll. Ja. Ich würde nicht mehr reinsetzen. Eine alkoholhaltige Törtchenfüllung will auch Max Tobi einschenken. Das ist der Apfelwein quasi. Den habe ich mit Zucker und Apfelpektin gebunden. Und jetzt habe ich hier noch einen Hauch Vanille ist mit drin. Mag keinen Apfelwein. Ich bleib bei Rieslingschorle. Und dann gebe ich das später in unsere Kernform. Pack das in den Schockfroster. Ich war des Öfteren bei Max. Ich habe es immer wieder versucht. Mag's einfach nicht. Ja. Tortenkerne von groß bis klein gehen jetzt in die Kühlung. Oder kommen aus ihr zurück. Die Größe sagt nichts über ihre Geschmacksstärke aus. Man wird nicht glauben, aber den Kern schmeckt man trotzdem am Ende. Auch wenn er nur so klein ist. Die Schoko-Obstbäume wachsen weiter und lassen die Isomaldramen der ersten Aufgabe vergessen. Mir macht alles Spaß an Schokolade. Schokolade ist einfach ein geiler Werkstoff. Schmeckt lecker, macht Spaß. Schokolade geht immer. Das gelbe Team ist begeistert bei der Sache. Ich finde den geil. Ist geil, oder? Vor allem kann man bei uns bei der Landschaft außen rumlaufen. Ich möchte auf jeden Fall, dass dieser Baum wirklich so realistisch wie möglich aus Schokolade hergestellt wird. Auch von den Proportionen passt. Logisch wird es eine kleine Bonsai-Ausgabe werden. Ich schab das jetzt ab, damit in der Mitte ein bisschen schmaler ist, ja, damit er ein bisschen mehr Leben bekommt. Annikas Apfelbaumstamm erhält eine natürliche Rindenoptik. Ja, da habe ich mich die ganze Zeit drauf gefreut, hier schön den Baum anzumanschen. Das ist das Geilste immer. Schoko-Monstera-Blätter beschäftigen Katrin. Und was macht Janosch als nächstes? Ich bereite jetzt hier schon mal unsere Tonkabohnenmus vor für unsere Pfirsiche. Die Kerne sind gleich gefroren genug, dass ich die mit Kakaobutter überziehen kann. In der Zeit zieht hier unsere Tonkabohnenmilch durch und dann kommt das zusammen, wird abgezogen, wird eine Mousse draus gemacht und dann können wir das alles einsetzen. In der Tortenlandschaft des gelben Teams stecken Schoko- und Vanillebiscuit sowie Thymian-Buttercreme und Aprikosenkompott. Bei ihren Törtchen vertrauen Richard und Janosch auf Tonkabohnenmus und Pfirsichkompott.